Sag mal, gibt es eigentlich Viren auf dem Mond? Das hat mich letztes Jahr ein Junge bei einer Lesung gefragt. Klar, Tiere oder Pflanzen gibt es auf dem Mond nicht, denn der Mond hat ja keine schützende Lufthülle oder auf schlau Atmosphäre, so wie unsere Erde. Auf dem Mond wird es nachts unter minus 100 Grad kalt und tagsüber über plus 100 Grad warm. Das halten das stärkste Kamel und der dickste Eisbär nicht aus. Aber können winzig kleine Viren auf dem Mond überleben? Die zwei frechen kleinen Comic-Viren von eben sind übrigens aus einem neuen Buch von mir und dem Illustrator Timo Grubing. Es heißt, Mein Körper ist ein Superheld, aus dem Arena Verlag. Da erfahrt ihr noch mehr über Viren und Co. Die Frage, könnten Viren auf dem Mond überleben, kann man sogar beantworten, ohne jemals da oben gewesen zu sein. Denn Viren leben gar nicht. Ups, jetzt ist es raus. Alle Lebewesen können sich vermehren. Viren können das nicht. Sie brauchen ein richtiges Lebewesen. Dessen Zellen, also die Körperbausteine des Lebewesens, helfen den Viren unfreiwillig. Denn die Viren kapern diese Zellen wie Piraten und zwingen sie, viele neue Viren herzustellen. Man nennt das gekaperte Lebewesen Wirt. Wenn das Virus länger keinen Wirt trifft, geht es kaputt. Und das heißt, wenn man das jetzt mal logisch weiterdenkt, wo es keine Lebewesen, so wie euch und mich, gibt, kann es auch keine Viren geben. Aber es waren trotzdem schon mal Viren auf dem Mond. Wie? Ganz einfach. Sie sind mit den Astronauten hochgeflogen, die den Mond besucht haben. Die haben sich unten auf der Erde angesteckt und haben die Viren dann oben in der Raumkapsel untereinander weitergegeben. Aber sonst gilt, solange wir im Weltraum keine außerirdischen Lebewesen finden, kann es da draußen auch keine Viren geben. So schnell bekommt der Mann im Mond also keinen Schnupfen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, neugierig und munter.